Diese Reise führt dich in die geheimnisvolle Welt deines Inneren. Dort wirst du auf Symbole und Archetypen treffen, die tief mit dem alchemistischen Prozess der Heilung verbunden sind. Bevor du aufbrichst, kannst du dich auf eine Situation in deinem Leben konzentrieren, die Heilung braucht. Aber du kannst auch zu dieser Reise aufbrechen, ohne eine Intention auszusenden, in welchem Bereich du in dir Heilung kreieren möchtest, und abwarten, was in den Tagen nach dieser Reise geschehen wird. Du wirst auf dieser Reise 5 Krafttieren begegnen, die dir ihre Weisheit über den Heilungsweg schenken und dir Mut spenden werden, deinen Weg zu gehen. Bitte, setze dich nicht unter Druck, dass du auf dieser Reise sofort wichtige Erkenntnisse gewinnen musst. Diese Reise möge dir vielmehr helfen, dich auf deinem Heilungsweg nicht unter Druck zu setzen und die Kraft zu finden, die du dafür brauchst. Diese Reise und die Archetypen, denen du begegnen wirst, werden in dir weiterwirken, auch in Form von Synchronizitäten in den Tagen und Wochen danach. Und natürlich kannst du diese Reise jederzeit erneut antreten, wann immer du den Wunsch danach verspürst. Komm mit auf eine Reise in einer uralten Stadt. In einer kleinen Gasse befindet sich ein alter Laden mit seiner grünen Tür. Wer seine goldene Türklinke berührt und über die Schwelle tritt, befindet sich an einem magischen Ort. Hinter der alten grünen Ladentür verstummen die Geräusche des täglichen Lebens. Eine wohlige Wärme empfängt dich. Die alten Bücher, Statuen, Sanduhren und Gegenstände leuchten in einem schwachen Schein. Und vor dem Kamin steht ein alter Sessel, der auf dich wartet. Willkommen zu Hause. Mach es dir bequem. Atme tief ein. Unsere Reise Beyond beginnt. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du den Weg in den kleinen magischen Laden gefunden hast. Während du es dir gemütlich machst, möchte ich dich vorbereiten auf deine Reise, auf welcher du der Heilerin in deiner inneren Welt begegnen wirst. Nimm dir einen Moment, um dich zu entspannen und anzukommen. Atme tief ein und wieder aus. Spüre das beruhigende Gefühl, so sicher und geborgen zu sein in diesem alten Sessel, an diesem magischen Ort. Führe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Erlaube dir selbst, ruhig ein- und wieder auszuatmen. Spüre, wie dein Bauch sich hebt und wieder senkt, während die Luft in deinen Körper strömt und ihn wieder verlässt, gib dir die Erlaubnis, tiefer in die Entspannung zu sinken. Atme ein und wieder aus. Lass alles los, was dich innerlich beschäftigt, und werde dir immer mehr dieses Moments bewusst. Du kannst dir selbst dabei helfen, indem du dich auf deine Atmung konzentrierst.
spüre, wie die Luft in deine Lungen strömt und wie sie deinen Körper wieder verlässt. In deiner inneren Welt lebt eine besondere Bewohnerin, die Heilerin. Sie spürt, wenn du durch stürmische Zeiten gehst, und sie erkennt die Sehnsucht in deinem Herzen. Es ist eine tiefe, geheimnisvolle Sehnsucht, die du an manchen Tagen vielleicht zwischen den Schlägen deines Herzens flüstern hörst. Es muss doch mehr geben als das. Es muss möglich sein, das Schicksal meines Lebens zu verändern. Es muss einen Weg geben, den Schmerz zu lindern. Es muss möglich sein, aus dem Rad schmerzhafter Wiederholungen auszubrechen. Die Heilerin folgt ihrer Sehnsucht, Menschen auf ihrem Heilungsweg zu begleiten und ihnen einen sicheren Raum zu schenken. Sie ist liebevoll und verurteilt nicht. Sie hilft, die eigene Energie umzuwandeln und die Gedanken und Gefühle neu zu ordnen, ohne dabei ihren eigenen inneren Frieden zu verlieren. Die Heilerin ist wie ein Kelch für die Heilung, der uns hilft, die tiefere Wahrheit in den Herausforderungen des Lebens zu entdecken. Sie ist eine liebevolle Zeugin der Veränderung, eine mitfühlende Zuhörerin, und sie weiß um die Zyklen des Lebens, in denen wir immer wieder einmal bereit sein müssen, unsere innere Reise anzutreten, um zu befreien, was wir in uns gefangen halten. So wie gebrochene Knochen einen äußeren Halt brauchen, um wieder heil zu werden, so brauchen dies auch unsere inneren Verletzungen, die durch Trauer, Verluste oder Hilflosigkeit entstanden. In der äußeren Welt können wir der Heilerin in Menschen begegnen, die versuchen, das Licht zu sein, das sie sich in ihren dunkelsten Zeiten gewünscht hätten. In Menschen, die ihre eigene Reise durch ihr Schattenreich angetreten haben und gelernt haben, mit ihrem eigenen Schmerz umzugehen, sodass sie sich nicht vor dem Schmerz anderer fürchten müssen. Wir begegnen ihr in Menschen, die frei von Verurteilungen sind und voller Mitgefühl andere auf ihrem Weg der inneren Heilung begleiten, ohne ihnen die Verantwortung für ihren Weg abzunehmen oder zu versuchen, für sie den Weg zu kontrollieren. Aber heute begegnest du der Heilerin in deiner inneren Welt. Entspanne dich noch ein wenig mehr, bevor unsere Reise beginnt. Atme tief ein und wieder aus. Spüre, wie dein Bauch sich ruhig hebt und wieder senkt, während die Luft in deinen Körper strömt und ihn wieder verlässt. Gib dir die Erlaubnis, tiefer in die Entspannung zu sinken. Diese Zeit ist für dich. Bei deinem nächsten Atemzug siehst du, wie deine Augen angezogen werden
von einem alten Briefkasten in dem alten hölzernen Regal dir gegenüber, der dir auf eine mysteriöse Weise vertraut ist. Du stehst langsam auf, gehst zu ihm und öffnest seine Tür. Deine Finger gleiten über das kühle Metall und berühren einen weichen, leinenartigen Umschlag. Du nimmst ihn heraus und öffnest das Siegel. Im Inneren leuchtet eine goldene Farbe, als du den Brief herausnimmst. Deine Finger streichen sanft über die goldgeprägten Buchstaben deines Namens. Handgemalte Kirschblüten schmücken die Einladung wie ein sanfter, rosafarbener Wasserfall. Du liest die Worte: Die Heilerin erwartet dich in deiner inneren Welt. Wie eine geheime Botschaft, die nur für dich bestimmt ist, ruft sie dich in die Tiefen deiner inneren Welt. Du spürst eine angenehme Wärme, die deinen Körper erfüllt. Erst jetzt bemerkst du, dass du unbewusst so sehr auf diese Einladung gewartet hast. Sie nun zu empfangen, fühlt sich so tröstend, so ermutigend an. Du schließt für einen Augenblick deine Augen und atmest tief ein und wieder aus. Da siehst du, dass die Dunkelheit vor deinen Augen sich in eine Art Tunnel verwandelt. Es fühlt sich an, als würde eine mysteriöse Kraft dich durch diesen schwarz-blauen Raum schweben lassen, als würde eine unsichtbare Hand dich sanft durch den Raum tragen. Du lässt los und vertraust dich ihr ganz an in dem Wissen, dass sie dich sicher an den Ort in deiner inneren Welt bringen wird, an dem die Heilerin auf dich wartet. Du spürst, wie deine Füße sanft auf den alten Pflastersteinen einer kleinen Gasse landen. Zuerst glaubst du, zurück zu sein in der schmalen Gasse der uralten Stadt. Aber dann siehst du, dass die Häuser hier wie aus einer anderen Welt zu sein scheinen. Ihre Fassaden sind mit Holz verkleidet und ein jedes strahlt in einer anderen Farbe. Du näherst dich den Fassaden und siehst,
dass auf ihnen Griffons, Faune, Drachen, Zentauren und andere mystische Kreaturen abgebildet sind. Für einen Moment glaubst du, sie wären lebendig und würden dich anlächeln. Aber dann scheint alles wieder ruhig zu sein. Dein Blick wandert nach weiter oben und du bemerkst, dass die Häuser sich mit ihren spitzen Dächern aneinander zu lehnen scheinen. Es ist bereits Abend und nur die Lichter in den kleinen Fenstern und Laternen hüllen die Gasse in den schwachen Schein eines warmen Lichts. Dieser Ort fühlt sich so vertraut an, als ob du schon einmal hier gewesen wärst, und doch scheint er außerhalb der Zeit zu existieren. Du schaust dich um und bemerkst, dass von dieser Gasse viele kleine, verwinkelte Gassen abzweigen. Jede scheint eine eigene Geschichte zu erzählen. Während du noch überlegst, welchen Weg du nehmen sollst, fliegt sanft ein Blatt Papier vom Himmel und wirbelt schließlich vor dir zu Boden. Es ist ein zerknittertes, altes Stück Papier, das durch den Wind offensichtlich von einem höheren Ort heruntergeweht wurde. Du hebst es auf und siehst, dass es eine kleine Landkarte ist. Du betrachtest sie aufmerksam und fragst dich, wohin du gehen sollst und wo du die Heilerin finden kannst. Da leuchtet das Symbol eines Raben auf der Karte auf. Ein Gefühl der Unsicherheit überkommt dich, aber dann spürst du, wie von dem Licht auf der Karte eine so friedvolle Energie ausgeht. In dem Moment hörst du den Ruf eines Rabens und weißt in dir, dass er gekommen ist, um dich durch die halbdunklen Gassen zu der Heilerin zu führen. Voller Vertrauen folgst du seinem Ruf und deine Füße gleiten sanft auf den alten Pflastersteinen, als ob sie dich zu einem anderen Ort führen wollen. Du biegst nach links ab und kommst zu einem kleinen Bogengang, in dessen Mitte eine Laterne hängt. An seinem Ende fliegt der Rabe nach rechts und hinein in eine Sackgasse, die nur noch von dem Mond und dem Licht der Sterne beleuchtet ist. Als deine Augen sich an das schwache Licht gewöhnen, siehst du am Ende dieser zauberhaften Gasse eine unscheinbare hölzerne Tür und auf einem Mauervorsprung darüber sitzt der Rabe und wartet auf dich. Als du näher kommst, fliegt er ein Stück hinab und setzt sich auf einen der niedrigeren Äste eines kleinen Baums neben der Eingangstür. Du blickst in seine schwarzen, perlenförmigen Augen und spürst, dass er dich auf seine Art erkennt und hier, an diesem magischen Ort, hörst du seine Stimme in deinen Gedanken. Ich bin derjenige,
dessen Ruf du am Anfang deiner Heilungsreise hören wirst. Mein Wunsch ist es, dir Mut zu geben, deine Schatten und alten Wunden anzunehmen. Ich werde dich auf diesem Weg begleiten, damit du erkennen kannst, was in dir lastet und es schließlich loslassen kannst. Hab keine Angst vor mir, denn ich bin der Bote aus der Dunkelheit, der dich zu deinen Schatten führt, und obwohl sie am Anfang fremd und düster erscheinen mögen, werde ich dich ermutigen, sie anzusehen und dich auf dem Weg zur Erkenntnis zu unterstützen. Deine Begegnung mit dem Schatten ist nicht der Beginn der Dunkelheit, sondern der Weg aus ihr heraus. Dir selbst deine Aufmerksamkeit zu schenken und deinen Schmerz wahrzunehmen, ist immer der erste Schritt, um dich selbst lieben zu lernen und dein Licht zu finden. Du hörst seine Worte und es ist dir, als ob dich die Begegnung mit dem Raben bereits verändert, weil er dir nahe gekommen ist. Es ist dir, als ob du dich ein wenig weniger allein fühlen würdest. Du spürst die Gewissheit in dir, dass die Dunkelheit und das Schwarz des Raben dich zu deinem Licht führen werden, und du fühlst ein tiefes Vertrauen in seine Botschaft. Ein Gefühl der Dankbarkeit durchströmt dich, und du sendest es dem Raben in deinen Gedanken. In dem Moment breitet er seine Flügel aus und fliegt über die Mauer hinweg, während du noch ein letztes Mal seinen Ruf hörst. Dann siehst du, dass an der Wand neben der hölzernen Tür ein kleines metallenes Schild angebracht ist, auf dem geschrieben steht: Das Haus der Heilerin. Du weißt tief in dir, dass du angekommen bist an dem Ort, der für dich nun genau der richtige ist, und du öffnest die Tür. Du trittst über die Schwelle des Hauses der Heilerin und der Duft von wohltuenden Kräutern und Blumen umweht dich sanft. Ein Feuer brennt in einem offenen Ofen. Darüber schwebt ein alter Kessel, aus dem Dampf aufsteigt und sich in der Luft verteilt. An den Deckenbalken hängen Sträuße getrockneter Blumen und an den Wänden stehen hölzerne Regale, die mit verschiedenen Pflanzen und Fläschchen gefüllt sind. Du fühlst dich so geborgen, als ob du nach Hause kommen würdest. Es ist, als ob das Haus der Heilerin ein sicherer Hafen ist, der dir vertraut ist. Kleine Lampen erhellen den Raum und tauchen ihn in ein warmes Licht. Du nimmst einen tiefen Atemzug und lässt die Magie des Orts auf dich wirken. Dann öffnet sich eine Tür auf der anderen Seite des Raums und die Heilerin tritt ein, einen Korb wilder Blumen in der Hand. Ihr Lächeln strahlt wie die Sonne und ihr Blick durchdringt dich mit einer sanften Wärme,
du spürst, dass sie dich versteht, ohne dass du auch nur ein Wort sagen musst. Als die Heilerin auf dich zukommt, bewegt sich ihr Umhang wie ein Schleier im Wind und ihre langen Haare schimmern im Licht. Ihr Blick durchdringt dich und du spürst, wie eine Welle von Magie dich umhüllt. Mit jedem Schritt, den sie sich dir nähert, spürst du ihre wundervolle Energie, die auch dich erfüllt. Als sie vor dir steht, überreicht sie dir eine Blume in einer Farbe, die deine Seele berührt. Und du weißt, dass es die Farbe ist, die dir auf deinem Weg der Heilung helfen wird. Du lässt dich auf einer kleinen hölzernen Bank nieder und spürst, wie eine Welle von Freude und von Traurigkeit dich erfüllt. Die Heilerin lächelt sanft und sagt: Du spürst so viel, weil du dich hier sicher fühlst. Dann umarmt sie dich wie eine Mutter und flüstert: Willkommen, ich habe bereits auf dich gewartet. Während die Heilerin ihre Tränke umrührt, spürst du, wie sich dein Körper immer mehr entspannt und dein Geist in eine tiefe Ruhe versinkt. Dann blickt die Heilerin aus dem Fenster und spricht leise: Es ist Zeit aufzubrechen. Ein Hauch von Geheimnis umgibt ihre Worte. Wenn der Mond am Himmel steht, wirst du in dem Wald der Heilung hinter meinem Haus auf weise Wesen treffen. Sie wendet sich zu dir um. Und du bemerkst, dass ihre Augen funkeln, als ob sie etwas wüsste, das du noch nicht weißt. Lass uns gehen, sagt sie, und reicht dir einen warmen Umhang. Dann öffnet sie die Tür. Als du durch die Hintertür hinaustrittst, scheint die märchenhafte Stadt, aus der du gerade kommst, in unerreichbarer Ferne zu liegen. Alles ist still und friedlich. Der Tau auf der hügeligen Wiese und die wilden Blumen glitzern im Mondlicht, als du den magischen Wald betrittst. Nach einigen Schritten erreichst du einen Bereich, in dem Kirschblüten in voller Blüte stehen. Sie leuchten wie ein Versprechen, dass der kalte Winter endgültig vorüber ist. Rosafarbene und elfenbeinweiße Blütenblätter bedecken den Waldboden wie ein lebendiges Mosaik, das die Botschaft einer neuen Zeit verkündet. Obwohl die Nacht hereingebrochen ist, ist die Luft angenehm warm. Und nur gelegentlich streicht eine sanfte Brise durch die Bäume und lässt die Kirschblütenblätter wie zarte Schneeflocken tanzen. Es ist, als ob der Wald voller Geheimnisse und unentdeckter Wunder ist. Und du ahnst, dass es noch viel mehr hier zu entdecken gibt. Du drehst dich zu der Heilerin um, aber sie ist verschwunden. Da spürst du ein warmes, beruhigendes Gefühl in deiner Handfläche und bemerkst, dass du noch immer die kleine Karte darin hältst.
Du blickst darauf und siehst das leuchtende Symbol eines weißen Schwans. Deinem inneren Ruf folgend lässt du dich vom Schein des Symbols leiten und wanderst durch den friedvollen Wald und den schimmernden Nebel. Schließlich offenbart sich vor dir ein wunderschöner kleiner See, dessen glitzerndes Wasser sanft von einer leichten Brise bewegt wird. In der Mitte des Sees schimmert ein majestätischer Schwan in strahlendem Weiß. Du findest einen großen, glatten Stein am Ufer des Sees, der dich einlädt, Platz zu nehmen und tief in dich hineinzuhorchen. In diesem Moment beginnt der Schwan mit seiner sanften Stimme in deinen Gedanken zu dir zu sprechen und füllt die Luft mit einer so liebevollen Energie. Ich bin hier, um dir Mut zu schenken, die ersten Erkenntnisse über deine verborgenen Muster, die aus alten Erfahrungen geboren wurden, wahrzunehmen, wenn sie aus den Tiefen in dir auftauchen. Ich weiß, dass du hoffen magst, dass diese ersten Momente des Lichts in der Dunkelheit bereits deine Heilung und Veränderung sein mögen. Vielleicht magst du enttäuscht sein, wenn du merkst, dass sie erst der Anfang sind. Aber das Erkennen eines alten Musters, mit dem du dich einst unbewusst versuchtest, vor erneuten Schmerzen zu schützen, ist ein machtvoller Beginn deiner Heilung. Ich bin das Wesen, dem du auf dem Wasser begegnest. Denn es ist das Wasser, welches eine wichtige Botschaft für dich hat. Welches alte Muster du auch immer in dir erkennen magst. Du musst die ursprüngliche, schmerzhafte Erfahrung, aus der es geboren wurde, finden und dann den dahinterliegenden alten Schmerz, den du einst verdrängtest, noch einmal fühlen. Ich weiß, dass du Angst hast, den alten Schmerz erneut zu spüren. Aber jeder Moment, an dem du weinst und durch die Trauer gehst, die dir einst nicht möglich war, ist ein Moment, an dem du heilst. Der Weg aus dem Schatten geht durch den Schatten und durch das, was einst aus ihm geboren wurde. Du spürst, wie die Botschaft, dass dein Schmerz seine Berechtigung hat und du das Recht hast, über vergangene Erfahrungen zu trauern, dir so viel Erleichterung schenkt. Du spürst, wie viel Kraft es dich gekostet hat, deinen alten Kummer zu verstecken. Aber jetzt weißt du, dass dies ein wichtiger Weg auf deiner Heilungsreise ist. Du fühlst, wie dein Atem freier fließen kann, weil dich die Botschaft des Schwans von den Sorgen befreit hat, dass du dich vielleicht nicht genug bemühst, fröhlich zu sein oder dein Weg der Heilung zu lange dauern könnte. Es liegt so viel Erlösung darin, deinen Schmerz zu fühlen, anstatt ihn zu vermeiden. Und deine Tränen sind da, um deine inneren Wunden zu waschen.
Bei deinem nächsten Atemzug spürst du, wie deine Schultern sich senken und deine Muskeln sich entspannen. So viel innere Anspannung fällt von dir ab. Als du deine Augen öffnest, bemerkst du, dass sich ein dichter Nebel über dem See gebildet hat. Da spürst du erneut das warme, beruhigende Gefühl in deiner Hand, welches von der kleinen Karte ausgeht. Du blickst darauf, doch anstatt des Schwans leuchtet nun ein wunderschöner Pfau auf dem Pergament. In demselben Moment hörst du einen Ruf und aus dem dichten Unterholz tritt ein majestätischer Pfau hervor, dessen Federkleid in den prächtigsten Farben erstrahlt. Als du erneut deine Augen schließt, vernimmst du seine Stimme, die dich sanft umhüllt. Wenn du meinen Ruf hörst, rufe ich deine Seele und bitte dich, ihr zuliebe über die Schwelle zu treten, das Alte zu verlassen und in das Unbekannte zu gehen, mit allem Vertrauen, welches du in dir nur finden kannst. Siehst du den tiefblauen Nachthimmel mit seinen tausend leuchtenden Augen, wie die Augen auf meinem Federkleid? Er erinnert dich daran, dass wenn die Nacht am tiefsten ist und so viel Altes in dir sterben muss, deine wahre Transformation beginnt und du neue Kräfte in dir erwächst. Du bist dabei, dich so viel besser kennenzulernen und deine Talente und Stärken zu entdecken, die tief in dir schlummerten. Wenn der Himmel von Wolken bedeckt ist, ist er wie ich in den dunkleren Tagen, wenn ich mein schönes Gefieder abwerfe. So wie ich zyklisch mein Federkleid abwerfe und im Frühling wieder erneuere, musst auch du zyklisch alte Muster und Überzeugungen loslassen, damit Neues in dir geboren werden kann. Es ist in Ordnung, wenn du dich unsicher und ängstlich fühlst, nicht deinen alten Wegen zu folgen. Sie sind dir vertraut und schenken dir ein Gefühl von Kontrolle. Sie sind Teil dessen, wie du dich selbst bisher gesehen hast. Hab Mitgefühl mit dir auf diesem Weg. Nimm bewusst Abschied von dem Alten, damit du dich für das Neue öffnen kannst. Als die Stimme des Pfaus verklungen ist, öffnest du erneut deine Augen. Da zieht dein weißes Licht deine Aufmerksamkeit auf sich. Du versuchst in dem Schein des Mondes zu erkennen, welche Kreatur dort am anderen Ende des Ufers des kleinen Sees erschienen ist. Da siehst du, dass es ein majestätischer Vogel ist, der seine Flügel hebt, über den See fliegt, ihn mehrmals umkreist und dann
nur wenige Schritte von dir entfernt, landet. Es ist ein wunderschöner Pelikan, dessen Präsenz die Luft um dich herum zu verändern scheint. Und du fühlst, dass er hier ist, um dir seine Botschaft zu überbringen. Sein Gefieder schimmert im Mondschein und seine Augen leuchten so friedlich, als er in deinen Gedanken zu dir spricht. Ich werde bei dir sein und dir helfen, dass du mehr Selbstliebe und Mitgefühl in dir erwecken kannst. Wenn sich neue Kräfte deiner Seele ganz zart beginnen zu zeigen, bin ich es, der dich ermutigen wird, an diese zu glauben, ihnen zu vertrauen und sie zu stärken. Ich werde es sein, der dir zuflüstert, dass die Zeit gekommen ist, das alte Bild von dir loszulassen, auch wenn die Erfahrung für dich vielleicht schmerzhaft ist und deine Kräfte auf die Probe stellen wird. Ich werde dann bei dir sein. Wenn du beginnst, erste Veränderungen zu sehen und zu spüren, kann dich Angst überkommen. Vielleicht glaubst du, dass du nicht mehr geliebt wirst, wenn du dich veränderst, dass du die Anerkennung anderer oder deine Sicherheiten verlieren wirst. Aber Enden sind notwendig, damit ein neuer Tag kommen kann. Loslassen verlangt Mut und Vertrauen in das, was neu erwacht. Vertraue in das Universum. In dich selbst, in deine Seele. Als du die Augen wieder öffnest, ist der Pelikan verschwunden und der See liegt ruhig und still vor dir. Da siehst du, wie eine Bewegung den See in Wellen aufwirbelt. Ein sanftes Glühen durchzieht das Wasser und eine geheimnisvolle Gestalt steigt durch die Tiefe des Sees auf. Ein majestätischer Phönix mit seinem glühenden Gefieder in allen Farben des Regenbogens erhebt sich langsam aus dem Wasser. Seine Flügel sind so weit ausgebreitet, dass sie fast den gesamten See bedecken und seine Augen glänzen hell in der Dunkelheit. Mit einem mächtigen Flügelschlag hebt er sich in die Luft. Sein Flug ist majestätisch und kraftvoll zugleich, als ob er seine geheime Botschaft in den Himmel tragen würde. Du hörst den Klang seiner Flügel und ein Lied, das so schön ist, dass du glaubst, dies muss das Lied der Freiheit sein. Der prachtvolle, junge Phönix dreht sich in einer spiralförmigen Bewegung, um seinen Kopf zu heben und seine Augen auf die Sterne zu richten, als ob er sich mit dem Universum verbinden würde. Immer höher und höher steigt er auf, bis er in der Nacht verschwindet. Eine Stimme, flüsternd wie der Wind, drängt an dein Ohr.
Es ist Zeit. Und als du dich umdrehst, erblickst du die Heilerin, die dich anlächelt. Schweigend kehrt ihr gemeinsam durch den magischen Wald zurück in ihr Haus. Sie geht zu dem Herd, füllt aus einem Krug einen Trank in eine kleine Tasse und reicht sie dir. Während du trinkst, spürst du, wie deine Muskeln sich entspannen und ein tiefes Gefühl von Frieden dich erfüllt. Du fragst die Heilerin, wie es möglich ist, dass du dich so leicht fühlst. Sie lächelt dich mit Mitgefühl an und sagt, du hast eine schwere Last über eine sehr lange Zeit mit dir getragen. Aber weil du dich so sehr an das Gewicht gewöhnt hattest, hast du es nicht mehr bemerkt. Aber hier fühlst du dich sicher, deine Verletzlichkeit zu spüren und deine Gefühle anzunehmen. Nun bist du bereit zu erkennen, was dich über eine lange Zeit so sehr belastet hat, was dich zurückgehalten hat, die Erwartungen und Meinungen anderer, deine Selbstverurteilungen, die Scham, die Angst, verlassen zu werden, die Momente, in denen dir gesagt wurde, dass deine Bedürfnisse nicht wichtig wären, die Gefühle der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. In dem Augenblick, in dem du diese wahrnimmst und annimmst, wirst du zugleich ein Stück heiler und freier. Mit jedem Schmerz, mit jeder Sorge, die du verarbeitest, wirst du dich leichter fühlen. Die Worte der Heilerin hallen in dir wieder, als ob sie Teil eines uralten Liedes sind. Du spürst, dass du jetzt bereit bist, deinen Weg der Heilung zu gehen. Spürst, wie die Hoffnung dein Herz erfüllt und das Vertrauen in einen neuen Tag in dir erwacht. Die Zeit ist gekommen, um zurückzukehren. Die Heilerin begleitet dich zur Tür. Als du dich von ihr verabschiedest, legt sie in deine Hand ein kleines Amulett. Eine zarte Blume in der Farbe, die deine Seele berührt. Auf ihren Blütenblättern siehst du die Abbildung der 5 magischen Vögel. Jede dieser Kreaturen besitzt eine besondere Gabe, die dir auf deiner Heilungsreise helfen wird, sagt die Heilerin zum Abschied. Zusammen sind sie Teil eines größeren Ganzen, das du entdecken wirst. Die Magie der Vögel und ihre Kräfte werden dich begleiten, während du dich auf deine Reise begibst, deine Wunden zu heilen. Lass ihre Botschaft dich führen und dir Kraft schenken, wenn du dich schwach fühlst. Vertraue auf das Wunder des Lebens und die Magie des Universums, die dich umgibt. Dann gehst du hinaus in die Nacht und für einen Moment glaubst du den Ruf
des Phönix zu hören.